Wie lange? John Hallander blickte von seinem Schreibtisch auf und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Ein Biberkalender hing an der Wand. Er sah unwillig auf den Kalender mit dem schönen Bild. Christus ist das Licht der Welt. Er stellt Jesus Christus dar, wie er vor einer verschlossenen Tür steht und anklopft. John hatte auf keinen Fall den Kalender an die Wand hängen wollen, aber Marita, seine Frau, dachte natürlich, dass er schön sei. Er setzte seine Arbeit wieder fort. Die Tür ging auf und wurde wieder verschlossen. Jemand kam in sein Zimmer rein. Als John aufblickte, stand sein 5-jähriger Sohn Jan da und blickte auf ihn. Was gibt es denn? Schau mal, Papa, wer ist denn da auf dem Bild? John Hallander hob die Augen und antwortete nicht. Bitte, Papa, erzähl es mir. Ein Onkel, wie du siehst. Was denn für ein Onkel, Papa? Wie heißt er denn? Was macht er da? John Hallander seufzte und wandte sich zum Kind. Das ist Jesus. Er klopft an die Tür. Siehst du das nicht? Doch, Papa. Wie lange steht er dort und klopft? Ich weiß es nicht. Wie lange wird er dort noch stehen und klopfen? Warum klopft er? Weil er hinein will, selbstverständlich. Aber warum öffnen die nicht die Tür? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Mama ruft. Das Essen ist fertig. Komm, wir gehen. Jans Blicke werden immer wieder auf das Bild gezogen. Eines Tages fragt er, Papa, wenn du in dem Haus wohnen würdest, würdest du dann die Tür öffnen und Jesus hereinlassen? Sein Vater sah auf das Bild und sah auf seinen Sohn und fing ein anderes Gespräch an. Aber an dem Abend saß er da und dachte nach. Warum öffnen wir nicht die Tür? Warum eigentlich nicht? Sagte er zu seiner Frau. Bevor Jan ins Bett ging, sagte er zu den Eltern, Mama, ich hoffe, dass Sie den Onkel reinlassen. Maritas Eltern, die gläubige Christen waren, hatten herzlich darum gebetet, dass ihre Kinder zum Glauben kommen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkte in Johns Herzen durch das Wort seines Kindes. Einige Monate später hatten beide, er und Marita, ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Der Heiland steht auch heute vor deines Herzens Tür. Öffne ihm nur bald, da kommt er in dein Herz rein.